Moin Moin aus Hamburg. Ich freue mich darauf, neue Freunde kennenzulernen. Mein Deutsch vielleicht auch verbessern. Wunderbare Erlebnisse. Eine interkulturelle Erfahrung. Der Perspektivenwechsel. Es ist eine schöne Möglichkeit, andere Kulturen kennenzulernen. Man kann etwas Neues lernen über Deutschland. Sie treffen sich mit so verschiedenen intelligenten Köpfen aus der ganzen Welt. Sehr cool auch, dass wir Hamburg entdecken können. Die IDO vereinigt Deutschlernerinnen und Deutschlerner auf der ganzen Welt mit einer gemeinsamen Aufgabe, nämlich quasi wie bei einer Olympiade, sich im Deutschen zu testen. Ich komme aus der Slowakei, Sri Lanka, Indonesien, Vietnam, Lettland, Kroatien, Dänemark, Senegal, Indien, Bulgarien, Aserbaidschan. Um andere Kulturen zu kennenlernen. Ich möchte gerne in Deutschland weiter studieren. Und die einfachste Sprache für ihn, meiner Meinung nach, ist Deutsch. Ich bin in die deutsche Literatur verliebt. Ich finde, dass Deutsch nicht nur logisch ist, sondern auch wunderschön. Es klingt wie Musik an. Hamburg ist das Tor zur Welt und bei der IDO ist die Welt in Hamburg zu Gast. Die IDO ist für uns eines der wichtigsten Instrumente, um weltweit Jugendliche zu motivieren, Deutsch zu lernen. Ich finde das großartig, weil man Sprache ja nicht lernen kann ohne das Drumherum, ohne die Menschen dazu, die Kultur. Und für viele ist es tatsächlich auch einfach das erste Mal, dass sie von zu Hause so weit weg sind. Und das ist super Fun für sie und eine große Bereicherung. In jungen Jahren reisen ist das, glaube ich, das Wertvollste, was man machen kann. Gerade in so einem Projekt, wo jeder ja seine eigenen kulturellen Einflüsse mitbringt, kann es super bereichernd sein. Ich wünsche, dass ich die beste Erfahrung in meinem Leben haben werde. Ich denke, das ist eine gute Initiative, die Schüler und Schülerinnen aus der ganzen Welt zusammenzubringen. Das ist eine Möglichkeit, um zu zeigen, nicht nur die Deutschkenntnisse, aber auch dieses Zusammenleben. Das kann uns auch viel beibringen. Ich finde, das ist besonders wichtig, wenn man Sprachlehrer ist, dass man irgendwie tolerant und offen ist den anderen Kulturen gegenüber. So unterschiedlich sie auch sind, sie kommen hierher und hier sind sie irgendwie alle gleich. Können auf Augenhöhe miteinander lernen, miteinander arbeiten und das macht so besonders. Es gibt viele Workshops, Veranstaltungen und naja, ich freue mich darauf. Zum Beispiel haben wir Workshop, Präsentationstechniken, Theater, Rap. Das war ein Neuanfang für mich. Sie finden hier einen Weg, sich zu verständigen, sich auszutauschen, kennenzulernen und auch ein Stück weit toleranter, glaube ich, zu werden, offener zu werden für andere. Wie man mit anderen Menschen besser kommuniziert und wirklich zusammenarbeitet, denn heutzutage ist es ganz wichtig. Nur durch diese Sprache haben wir so viele verschiedene andere Kulturen kennengelernt. Mein Verein ist am Start hier mit verschiedenen Coaches, die in verschiedenen Disziplinen Hip-Hop-Sachen unterrichten. Und ich habe zusätzlich noch ein paar Sachen, die sonst nicht bei uns im Programm sind, wie Basketball und Skaten, hier am Start gebracht. Und heute machen wir quasi gesangsbasiert einen Songwriting-Kurs. Woher kommst du? Ja, egal. Ich komme aus Argentinien und wir sind die Besten. Ich bin sicher, wir können das Beste. Fußball, Basketball, ich weiß, dass ich das kann. Du brauchst jemanden fürs Team, ich bin dein Mann. Ich habe keine Lust, Scheiße zu machen. Ich würde lieber mit meinen Freunden lachen. Sehr schön. So viel Spaß mit Onban gerät. Sie war wunderbar. Es war so schön. Wir haben alle getanzt. So viel Spaß gehabt. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich an dieser IDO teilnehmen könnte. Dabei sein ist das Wichtigste. Das ist eine tolle Erfahrung. Danke für diese Gelegenheit. Das war unglaublich. Also es ist eine Lebenserfahrung. Ich glaube auch, mein Selbstbewusstsein hat sich verbessert. Ich habe viele Leute kennengelernt aus der ganzen Welt. Ich glaube, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die jetzt hier sind in Hamburg, auch Botschafterinnen und Botschafter für die deutsche Sprache sind, dass die diese Erfahrungen, diese Erlebnisse zurücknehmen mit nach Hause und da natürlich auch Sympathie für Deutschland schaffen, das gerade in diesen herausfordernden Zeiten so wichtig ist. IDO!
sagt man Tschüss.